In den Städten wie auf dem Land lebt und arbeitet die ganze Familie unter einem Dach. Das sogenannte ganze Haus ist die Lebens- und Arbeitsform in dieser Zeit. Ein hierarchischer Sozialverband. Vater, Mutter, Kinder und das unverheiratete Gesinde. Jedes Mitglied des Haushalts hat seine feste Position und seine Aufgaben. Durch die Reformation wird diese Ordnung gestärkt. Die Rolle der Frau wird neu definiert. Luther hat die Ehe sehr stark aufgewertet als einen gottgewollten Stand. Alle Frauen sollten verheiratet sein, und zwar auch möglichst schnell und früh. Also die in dieser Zeit sehr verbreitete Ehelosigkeit aus verschiedenen Gründen lehnte Luther ab. Also Gesellen, Gesinde, Knechte, Mägde waren unverheiratet, Nonnen, Mönche waren unverheiratet, Priester waren unverheiratet. All das lehnt Luther ab. Alle Menschen sollen im gottgewollten Stand der Ehe leben. Für Luther ist die Ehe die erste Ordnung Gottes und trotzdem ein weltlich Ding. Für Mann und Frau ist sie dazu bestimmt, Nachkommen zu zeugen und großzuziehen. Die Ehe steht deshalb unter dem besonderen Segen Gottes. Sexualität außerhalb der Ehe wird dagegen scharf kritisiert. Im späten Mittelalter wurde Prostitution von den städtischen Obrigkeiten noch toleriert. Jetzt, im Zuge der Reformation, wird sie strafbar. In der Reformation kann man sehen, wie ganz kurz hintereinander in allen Städten diese Frauenhäuser geschlossen werden. Das heißt, diese starke Aufwertung der Ehe hat andererseits zur Folge, dass eben Sexualität auch wirklich nur in der Ehe zugelassen werden soll. Kritisiert wird auch die Doppelmoral vieler Priester, Mönche und Nonnen, die trotz Zölibat und Keuschheitsgelübde nicht enthaltsam leben. Das war ein vollkommen offenes Geheimnis und praktisch selbstverständlich. Die Priester hatten Hausfrauen, mit denen sie zusammenlebten. Sie konnten nur nicht heiraten und die Priesterkinder konnten nicht erben. Ja, sie waren also in einer besonders unglücklichen Lage, diese Priester oder Pfaffenhuren, wie man damals sagte, und die Pfaffenkinder. Und ein Argument war eben auch, diese unwürdigen Verhältnisse zu beenden und die Priester eben heiraten zu lassen, wie alle anderen Laien auch. Schon bald werden die ersten Priester getraut. Das ist ein Bruch mit der fast tausendjährigen Tradition des Zölibats und eine ungeheure Provokation.